Na, sieh einer an. Sie grinsen ja wie ein Honigkuchenpferd. Tue ich gar nicht. Das Lösen von Rätseln ist Teil meiner Arbeit. Okay, zugegeben, es macht schon ein wenig Spaß. Ja, es benutzt ja keiner Sanduhren. Ich habe Sanduhren immer früher benutzt zum Zähneputzen. Ja, ich auch, aber außer zum Zähneputzen fällt mir kein Grund für Sanduhren noch. Oder Eier kochen vielleicht noch, aber... Eine Lehrerin hat bei uns das früher immer gemacht, dass sie dann immer, wenn sie einen Test geschrieben hat, hatte sie eine 20-Minuten-Eieruhr, dass sie... Eieruhr oder Sanduhr? Nee, Sanduhr. Oh, weißt du was? Eine Sanduhr, die mit Eiern gefüllt ist. Was nicht gut ist, weil diese Eier würden ja wahrscheinlich kaputt gehen. Ja. Eine Eiersanduhr. Seier. Ach, egal. Grunde, oder die fallen weich oder sind keine echten Eier. Geht auch dann. Das wäre echt mal cool. Eine riesengroße Sanduhr, die nicht mit Sandkörnern gefüllt ist, sondern mit so Eiern. Okay, Spaß. Macht es. Das hast du gar nicht mehr gelesen, glaube ich. Das habe ich. Natürlich, das war mein Haarschwung. Nee, dass es Spaß macht nicht. Doch, das habe ich gesagt. Dein Haarschwung war woanders. Mit dem Spaß habe ich gemacht. Das heißt, da hast du aber schon wieder angefangen, um was anderes zu reden. Du hast mir halt wieder nicht zugehört. Von mir aus, ja. Es muss dir ein Vermögen gekostet haben, die Katzensachen gegen Leguan-Sachen auszutauschen. Oh, das hier finde ich toll. Ich frage mich, wo sie das gekauft hat. Diese Sorte Kauspielzeug kenne ich gar nicht. Ja, vielleicht Rexy Rexys Wunderland steht auf dem Etikett. Porträt von dem Leguan, links. Ach so, links. Oh, ich hätte echt nicht gedacht, dass man gleichzeitig gediegen und ein Leguan sein kann. Ich glaube nicht, dass ich schon mal so ein großes Bild von einem Leguan gesehen habe. Die schuppige Haut, der durchdringende Blick. Was für ein wunderbares Bild. Also, das Leguan. Ich glaube, das war's. Warte sonst. Mal. Nee, hatten. Ich sehe aber sonst keine. Ich denke, Rex werden all diese neuen Leguan-Spielzeuge im Haus richtig Spaß machen. Die Frau von Doppelfund ist eine famose Person. Sie hat im Handumdrehen die ganzen Katzen gegen Leguan ausgetauscht. Oh, eine Echse. Oh, es ist keine echte. Entschuldigung. Ah, Moment. Hinweismünze. Ah. Ich wusste doch, ich hatte noch nicht drei. Okay. Okay, jetzt Frau von Doppelpfund. Ja. Die ist ja auch eigentlich schwer zu nicht zu treffen. Und ich habe sie eben nicht getroffen. Guten Abend, gnädige Frau. Es tut mir leid, dass wir so unangekündigt hier hereinplatzen. Catch real, meine Beste. Oh, ich bin entzückt, sie zu sehen. Und Rexy Rexy natürlich auch. Schauen Sie ihn sich nur an. Sie ist entzückt, Rexy Rexy zu sehen. Hm? Ist das nicht ein hocherfreuter Leguan, Emiana? Ich bin eine Profilerin, Analytikerin für menschliches Verhalten, Catrell. Mit Leguanen kenne ich mich nicht aus. Oh, ich glaube, wir kennen uns, oder nicht? Ja, es war im Savaloy, wenn ich mich nicht irre. Das stimmt, ja. Und vielen Dank für Ihre Unterstützung bei diesem Fall. Nicht der Rede wert. Jetzt sagen Sie mir, was führt Sie heute her? Ein weiterer Fall? Eigentlich untersuchen wir die sogenannten sechs Schrecken vom Tierhaus im Auftrag von Solatier. Oh ja, natürlich. Ich habe Sola schließlich ihre Anschrift genannt, wissen Sie? Und wissen Sie zufällig etwas über die seltsamen Geschehnisse auf dem Tieranwesen, gnädige Frau? Man hört Geschichten, ja. Ich erinnere mich insbesondere an eine von Ihnen. Der wandelnde Wiedergänger nennt man sie. Jetzt bin jetzt auch noch Wiedergänger. Was ist ein Wiedergänger? Ich weiß es nicht. Ja, laut der Geschichte gibt es einen höchst schaurigen Geist, der durch die Korridore dieses herrschaftlichen alten Hauses wandelt. Das ist wahrscheinlich sowas. Jede Nacht macht er Jagd auf sein Beute
Und jedem, der er begegnet, wird Angst und Bange, wenn er das Pech hat, ihm über den Weg zu laufen. Nun, bei der Geschichte der wandernde Wiedergänger gefriert einem ja auch wirklich das Blut in den Adern, gnädige Frau. Die arme Sola. Sie war schon immer ein eher ruhiges Mädchen, aber seit ihre Eltern verstorben sind, wirkt sie so richtig trübsinnig. Ich hoffe wirklich, dass sie ihr helfen können. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn jemand dieses Rätsel lösen kann, dann sind sie es, meine Liebe. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in meine Fähigkeiten, gnädige Frau. Und nun? Nun, ich glaube, wir kennen jetzt alle 6 Gruselgeschichten vom Tieranwesen, oder? Kannst du sie noch alle aufzählen? Der Wiedergänger, der Spiegel. Ja. Im Garten. Was war im Garten? Im Garten war das, wo der Butler hingegangen ist und irgendwie Puppen. Genau, genau. Nee, Puppen? Ja, irgendwie Puppen oder schwarze Gestalten oder so. Also ich weiß, die Marionette irgendwie, ja, aber irgendwie ist Marionetten das die? Oder so. Aber ist das jetzt? Der Keller? Der Keller, nee, ja. Nee, der Spiegel, der war ja... Nee, der Spiegel, stimmt. Dann, das hatten wir. Aus dem Fenster, dass irgendwer aus dem Fenster schaut? Ja, ja. Das 6. fällt mir gar nicht ein. Was? Waren wir... Nee, hatten wir nicht erst... Ja, der Spiegel war ja das... Ja, das 5. und das... Also mir fällt es auch nicht mehr. Aber Gespenster im Garten, das Phantom am Fenster, die manische Marionette. Aber war die manische Marionette denn nicht die Gespenster im Garten? Nee, das war es nicht, oder? Doch, glaube ich schon. Oder war das was anderes? Nee, ich glaube, im Garten waren Gespenster, die haben gemacht. Ja, dann hat die manische Marionette noch was extra. Okay, der klamme Keller, der schreckliche Spiegel, der Keller war doch noch was extra. Der klamme Keller? Was war das? Der klamme Keller. Der schreckliche Spiegel, der wandernde Wiedergänger. Oh Gott. Okay, jetzt, ich glaube, wir haben's. Ja. Nun, ich glaube, wir kennen jetzt alle 6 große... Was machst du denn? Was macht wer denn? Ich habe weitergeklickt. Was? Ach so. Ja, die Gespenster im Garten, das Phantom am Fenster, die manische Marionette, der klamme Keller, der schreckliche Spiegel und der wandelnde Wiedergänger. Tatsache! Hast du gerade gedacht, ich habe das gewusst? Ja! Ich habe das gerade... Oh, das ist ja... Du schummelst! Nein, ich habe gedacht, du siehst das auch mit! Nein! Och man, ich habe jetzt ernsthaft gefragt, weil ich dachte, hat sie sich das jetzt gemerkt? Und dann steht das da! Oh, wie gemein. Nun, lass uns das Haus zurückkehren und herausfinden, ob all diese verdächtig alliterativen Geschichten... ja, oder? Alliterativ, ja. Ja, einen wahren Kern haben. Mhm. Sag mal, klopft das bei mir mal an der Tür oder ist das nicht so gemeint? Ich glaube, das ist was anderes. Ich hoffe es. Ja, ja. Da läuft nur jemand. Da läuft nur jemand, okay. Es ist ein Gespenst! Okay, wohin? Ist da? Na, zum Tierhaus. Okay. Zum Tierhaus? Tier. Ah, Booster. Noch einmal guten Abend, die Damen. Darf ich davon ausgehen, dass Sie jetzt mit den Einzelheiten der 6 Schrecken vom Tierhaus vertraut sind? Ein Geist! So kann man es aussehen, ja. Das ist der Bohrgeist. Mir fällt auch gerade kein Wortspiel mit irgendeiner Art von Geist ein. Bohrgeist. Bohrtergeist. Ja, wir kennen jetzt alle 6. Nun würden wir Ihnen auch gerne nachgehen. Dazu bräuchten wir allerdings Zugang zum Haus. Wäre das möglich? Natürlich, wir lassen jeden rein, auch Geister. Lassen Sie mich zum Versuch nehmen. Willst du sie gleich kurz fragen? Nö, ach, ganz ehrlich, wird doch keinen stören, oder? Ist das schlimm, wenn meine Mitbewohnerin jetzt gerade mal ein bisschen rumbohrt? Was macht sie doch, oder was denkst du, macht sie da? Ich denk gar nichts. Sie hämmert nicht. Das war das Brüllen eines mechanischen T-Rex, genau, der mechanische T-Rex. Geist.
Mysterio hat die aufrichtige Hoffnung, dass sie eine Erklärung für diese Geschehnisse finden. Nö, stört nicht. Gut, alles klar. Also, dann machen wir jetzt uns einen nach der anderen an diese Geschichten und versuchen, Erklärungen für diese Ereignisse zu finden. Sie scheinen ja plötzlich bessere Laune zu haben, Emiliana. Ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Gespenster nicht mehr als Hirngespinster und optische Täuschungen sind. Hirngespenster? Hirngespinster. Ich bin mir sicher, wenn wir hier ermitteln, erweisen sich diese übernatürlichen Ereignisse als schlichte Trugbilder. Oh ja, solange meine Mitbewohnerin die Wand nicht einreißt, ist alles gut. Oder den Greenscreen. Der ist an der Seite schon wieder ein bisschen... Ha! Ich verdeck's mit meinem Schatten! Macht's besser. Das macht's viel besser, ja. Ja, muss man mit leben. Andererseits könnten wir auch beweisen, dass sie echt sind. Nein! Doch! Miss Layton, ich glaube, du solltest aufhören, Miss Perfetti zu ärgern, damit wir mit unseren Ermittlungen anfangen können. Ja, du hast recht. Fangen wir mit der ersten Geschichte an, die wir gehört haben, ja? Die Gespenster im Garten. Booster, sagte er, habe mehrere Geister auf dem Gelände des Anwesens gesehen, nicht wahr? Was denn? Nichts. Was denn? Ich frage mich, wo im Garten das wohl gewesen ist. Garten! Oh, der Cock, aber der hat ja nee, bestimmt hat nichts Neues. Mehr. Aber warte mal. Doch, da müssen wir. Oh, hier, ja, nee. Nee, nee, nee. Bei mir passiert da nichts. Da drüben klicken. Bei mir passiert nichts. Na dann klick! Ach so! Ich hab gedacht, das passiert nicht einfach so. Und dann kommt ein Rätsel! Haben Sie das gesehen? Ein Rätsel! Haben Sie das gesehen? Dieses unheimliche Licht, das am Himmel schwebte? Ja, vielleicht. War es eines der Gespenster? Ich wollte, Sie haben Beweise! War ein leuchtender Luftballon! Oder ein Glühwürmchen. Er heißt nicht Buster, Emiliana, er heißt Booster! Oh, sie sind so aus dem Nichts erschienen, also dachte ich... Verachtenswert, dass ich sie so erschreckt habe. Sie sind so verachtenswert. Ich hab gedacht, verachtenswert, dass ich meinen Namen nicht richtig ausspreche. Ja, also deswegen die drei Punkte wahrscheinlich. Ja. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Es war wirklich genauso. Die Gespenster versammeln sich bei Nacht. Also. Nummer 00060. Geblitzte Gespenster schon wieder? Nö, okay. Bin dafür. Yeah, da hab ich doch gewonnen. Warte mal, ist das dasselbe? Das ist dasselbe. Okay. Okay, wollen wir losmachen? Ja. Okay, gut. War es schon fertig? Ja. Das gibt's doch nicht. Auf so laut? Ja, aber ich hab's auch. Ich hab's gleich beim ersten Mal und alles. Ja, ich auch. Ja, aber ich auch. Ja. Ja. Ich hab mir nur Zeit gelassen. Ja, ich nicht. War halt schneller. Muss halt spannend werden zum Ende, deswegen lasse ich dich jetzt mal ein bisschen. Ja, alles klar. Du weißt genau, dass ich total sauer werden würde, wenn du mich... Nein, keine Sorge, ich stelle mich gerade wirklich schlechter an. Eine wirklich sehr lobenswerte Leistung, Ma'am. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss irgendwo anders rumspuken. Warum zum Teufel taucht er hier so auf? Was liegt denn da drüben auf dem Boden? Ernest, heb es doch bitte auf, ja? Ich kann das nicht selber. Ja, Miss. Selbst wenn es mich umbringen würde. Sind Sie sicher, dass es nicht gefährlich ist? Oder verflucht? Es ist ein Ballon, glaube ich. Ich wusste es! Ja. In der Tat. In der Tat? Weil es dazu beiträgt? Ein Ballon ohne Luft. Oh.
Meinen Sie, wir haben das hier für ein Gespenst gehalten? In einer dunklen Nacht dürfen in der Luft auf- und abschwebende Ballons ziemlich geisterhaft aussehen. Wollen Sie damit sagen, dass die Gespenster im Garten nicht mehr als ein Haufen Ballons waren? Geburtstagsparty! Warum? Weiß ich noch nicht. Aber Ballons. Ja, aber sonst noch irgendwas, was auf Ballons hinweist? Ballons. Und sonst? Noch nicht. Aber ich denke, Geburtstagsparty. Aber warum? Was? Also wenn alles durch eine Geburtstagsparty erklärt werden müsste. Ja, das haben die Angestellten gemacht, um sie aufzuhalten. Mit Marionetten. Mhm. Und einem Spiegel? Das finden wir noch heraus. Ja, okay. Wollen Sie sagen, dass die Gespenster im Garten nicht mehr als ein Haufen Luft waren? Ach so. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir dieses ganze Rätsel langsam lösen. Wollen wir mal sehen, was wir als nächstes über das Phantom am Fenster herausfinden können?